nochmal von vorne anfangen? Nein, wir nehmen das jetzt. Wir nehmen das jetzt. Ins Internet. Servus! Willkommen, wir spielen heute FIFA 15. Und wir kommen zusammen mit mir sitzen hier Marian, Georg, André, Empty und der Mr. X. Der geheimnisvolle Mr. X wird die erste Runde nicht mitspielen. Aber wir vier, die Teams wissen wir noch nicht. Ach du Scheiße, muss ich jetzt hier unten aussuchen? Könnt ihr das? Habt ihr schon mal FIFA gespielt? Alter, was? Hast du schon mal FIFA gespielt? Ach stimmt, wir sind ja nur Profis jetzt hier, oder? FIFA habe ich schon mal ausprobiert, ja. Ich spiele ja bis jetzt sonst immer eigentlich nur diese GTA. Wie heißt das andere? Dieses andere Fußball, GTA. Eine Fremdwerbung. Ja, genau. Guck doch auf also Georg seinen Channel, ist das Beste, ja. Genau. Der bald entsteht. Dadakim, www.dadakim.de www.dadakim.de Abonniert mich! Followt mir! Einer fehlt noch, achso, du bist the road. Fantastisch. Drei ist zur Verfügung. Und da bleibt noch einer übrig. Wer spielt jetzt mit wem? Wer ist welche Farbe? Georg ist blau. Ich mit Spieler 1 und mit mir. Also Marian und André spielen. Was wollen wir spielen? Entscheidet. Was spielt ihr denn? Ja, wir spielen Bundesliga machen, oder? Bundesliga? Kann ich auf jeden Fall dafür. Also ich würde ja international und gleich mal Uruguay nehmen. Schönes Mal. Dann nimm doch Uruguay, du willst den Beißer haben oder was? Jawohl. Der ist noch gesperrt. Wird nicht. Da nicht, ich wechsle den einfach rein, der ist da nicht gesperrt. Nicht aktuelle Spieldaten? Das ist alles aktuell. Ihr könntet mal irgendwas einstellen, wenn dieses Video. Ein Kritikpunkt, den ich hier gefunden habe, muss ich sagen. Also wenn da jetzt gleich Suarez auf dem Platz steht. Naja, ja, den kannst du ja mal reinpacken. Lass kommen, ich nehme jetzt einfach Uruguay fertig. Der ist aber gesperrt. Deine Mutter ist auch gesperrt und spielt trotzdem. Uruguay gegen Dortmund? Was ist das denn? Ja, so ist es, du bist zu Hause. Na, Alter, warum so, ja. So, pass auf, da Suarez spielt nicht mit. Siehst du, weil er nämlich gesperrt ist. Ach, den nehme ich hier rein. Ah, ja. Der beißt dich kaputt. Jetzt muss ich erstmal FIFA gucken. FIFA 15, eine Neuerung, Spieler-Update. Was ist das denn jetzt hier? Wollt ihr mich ärgern? Aber warum ist er gesperrt? Jetzt muss ich auch noch nachdenken, wenn ich ausreiche. Der hat irgend so einen Spieler gebissen. Geschichte. Ach, die WM? Ja, ja, ja. Alle es war einmal, vor langer Zeit. Ich weiß nicht, wer hieß. Aber krass, wie lange ist er gesperrt? Der ist hier nicht mit Nationalmannschaft. Spielt der überhaupt bei Uruguay? Er ist 3 Monate oder so. Ja, der spielt bei Uruguay. Na, dann ist er nicht mit bei, würde ich ganz spontan sagen. Der ist nicht mehr auf der Bank. Na, siehst du, weil er nämlich raus ist. Der darf nämlich nicht mitspielen. Das ist ja scheiße, das ist realistisch. Habt ihr das gehört von diesem NFL-Spieler, der seine Verlobte im Fahrstuhl zu lange geprügelt hat? Nee. Den haben die jetzt aus den NFL-Spielen auch entfernt. Oder rausgepatcht. Unser Team ist super, würde ich sagen. Können wir jetzt einfach starten? Wissen die, einfach auf wieder Start drücken, wenn ich fertig bin, jetzt höher wird. Ja. Zurück. Das wäre Quatsch erzählen. Das wäre peinlich. Vor dem ganzen Internet. Aber es ging jetzt mit super vielen Einstellungen los, oder? Also ja. Man kann schon mal echt eine Menge. Also ist auf jeden Fall alles völlig anders als 13 und 14. Also zumindest jetzt vom Auswechseln, da hat sie sich ja vorher gar nicht getan. Skill Challenges. Mal wieder neu. Wer macht denn das? Das ist bestimmt Marian, der das gerade macht. Nee, ich bin gelb. Ja, ach, ich wusste gar nicht, dass ich das jetzt mache. Zum Options-Taste für das Aufnehmen. Jetzt regnet die Scheiße auch noch weg. Ach, Dortmund gegen Uruguay, der Klassiker. Ja, es geht gerade um die Club-internationale Weltmeisterin. Schauen wir doch mal die Aufmachung an. Eines der großen neuen Features dieses Spiels, dass es alles viel authentischer geworden ist. Ja, die haben jetzt auch Emotionen. Ich habe es vorhin schon auf der PS3 gesehen. Ja, Rasen gab es vorher nicht. Das ist doch ganz neu, der Rasen. Das war unbespielt hier in dieser Version. Jetzt gerade gleich, wenn wir 2 Minuten gespielt haben, dann ist er auf jeden Fall schon abgenutzt. Ja, definitiv. Los. Du musst halt jetzt auch immer Geld investieren im Manager-Modus von Rasen, damit er erneuert wird. Sonst. Und du musst ihn gießen jeden Tag. Also ich du kannst dann so eine Landwirtschaftssimulation oder mit so einer Gießkanne rumrennst. Die sieht eher aus wie Weidekorn. Nein, während der Pause läuft auch der Goat Simulator drauf. So, gucken wir mal, oder? Zu zweit spielen, das ist aber mein Liebling. Ich war wirklich nicht mehr drin. 3, 2, 1, Mainz. Das war der Anpfiff. Die Begegnung kann wir richtig werden. Ach du Scheiße. Wir haben noch nicht mal was eingestellt, ne? Also automatisch Spielerwechsel und so sind wir noch drin. Wir sind perfekt vorbereitet. Der ist ja auch Unboxing hier, weißt du? Achso. Ja, ja. Kommt nach vorne, komm. Na, auf dem PC wäre es ja Unbugging, oder? Oh, perfekter Pass. Da ist das Ding! Ah, das läuft! Ich glaube, diese Aufnahme hat jetzt nicht funktioniert. Ich glaube, wir müssen das nochmal neu machen. So können wir das auch nochmal. 1 zu 0. Yay! Uruguay.
wunderbarer Pass. Ja, es ist ja auch unfair, wenn so eine Nationalmannschaft spielt gegen so einen Standardverein wie Borussia Dortmund, die ihre wichtigsten Spieler jetzt in der Transferperiode verloren haben und sich dann noch damit so zu brüsten. Sich so mit zu brüsten. Das habe ich ja gern. Nach 3 Minuten. Aber dann die automatische Spieler, den Spieler wechseln. Ne, wir spielen jetzt erstmal. Weil das muss eine komplette Aufnahme sein, ohne. Aber ich finde so ein Spiel auch zu einem FIFA-Spiel dazu, das kann man ruhig mal machen. Ja? Ich habe, glaube ich, selten ein Spiel durchgespielt, ohne dass irgendjemand seine Steuerung. Ich bin sie jetzt nicht durch. Also Abseits. Abseits. Kein Abseits? Doch, natürlich. Das war doch kein Abseits. Natürlich, sagt er doch hier. Aber hast du gesehen, wie cool der Kameramann auch sah? Richtig so mit Mützen. Ja, die haben, so. Na, die haben jetzt auch Emotionen. Wie gesagt, ich habe vorhin schon auf der PS3 gespielt und richtig nach dem Tor hat der Torwart jubelt. Der Spieler, der Tor geschossen hat, gejubelt. Richtig geil. Die jubeln war mir wichtig, dass die Spieler jetzt. Na, das kann auch der Regen gewesen sein, weil das erste Spiel auch gleich mal im Regen stattgefunden hat. Wunderbar. Sehr elegant gelöst. Und komm, direkt ab nach vorne. Uiuiui, ja, Einwurf. Perfekt, perfekt, perfekt. Nein, das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Muss dann jetzt Spielerwechsel kurz sicher. Aber Einstellungen hätten wir mal machen sollen vorhin. Aber macht Spaß. FIFA 12 ist das jetzt, glaube ich. Das ist die neue Variante. Achso, reicht. Na, machen wir noch mal. Hat zu lange gedauert. Ja, wir werden richtiger machen hier. Ja, wenn Signal geht, wunderbar geregnet. Von den deutschen Stadien sind übrigens nur 5 Stück original drin. Ich war diesmal sich auf die Premier League fokussiert, deswegen sind alle 20 Premier League Stadien drin. Na, die wichtigsten werden wahrscheinlich drin sein. Also Olympiastadion wird dabei. Ja, das weiß man. Borussia Park und die Allianz Arena. Und, oh, komm, komm, komm! Der abzieht! Nicht da, hier, Pressing und rausholen. Oh, oh, wunderbar, wunderbar. Feind! Ja, das ist halt der Italiener, ne? Boah, guck mal, da wird sogar Messi auf der Anzeige gezeigt hier. Da, guck mal, die machen Werbung für FIFA 15. Vielleicht sollten wir das FIFA 15 kaufen. Aber nur für die PS3. Ist das nicht eigentlich nur ein Kader-Update gewesen? Ich find's scheiße, dass die Italiener gehört haben. Also ich finde, das hat auch auf der PS3 gut funktioniert. Und sich auf jeden Fall ausgespielt als trotzdem. Okay, komm, bitte. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein neues Feature bei FIFA 15, das ist Spielautomatik. Danke, Gordon, dass du hier auf Richtigkeit hattest. Nein, oh, haben wir ihn auf der Linie aufgestellt. Ah, guck dir an, wäre eh abseits gewesen. Ja, komm. Boah, faul. Oh, das war ja. Hammer. Das war antizipiert. Wie sonst nur die Abiturienten kommen. Schon wieder abseits oder was? Ja, leider. Jetzt hier noch einmal zwischen. Gordon, wie gefällt es dir bis jetzt? Meinst du Mr. X? Ach, Mr. X. Entschuldige. Also, diesen Typ. Nicht und über einen Mann gefallen. Über meinen Mann. So, hier. Bei FIFA 14 war das nicht passiert. Was ein Ruin, oder? Also man sieht wirklich, dass die Abwehr... Wo schießen? Kreis! Dreieck! Kreis! Oh mein Gott! Dreieck ist jetzt bei dem neuen Teil schießen. Ja, ich glaube auch, ich glaube. Du musst mit der Zunge das Touchpad berühren. Und den Regen kannst tanzen. Nicht da. Schön, wunderbar. Ja, krass, mal so geklärt. Da schießt er ins Aus. Also der Schiedsrichter, den hätten sie mal eine bessere Farbe geben können. Okay. Das war faul. Komm. Das war völlig von den Beinen. Lassen sie doch ständig fallen. Oh, wir haben die ganzen Gelsenkirchen da schon mal auf unserer Seite, würde ich sagen. Was ist denn eigentlich oben dieses Mitspieler? Ja. Irgendwas. Der Mitspieler auf dem Boden. Na, irgendwo. Oh, kannst du eine kurze Ecke spielen? Achso, aber da waren ja noch nicht, mehr nicht Optionen vor. Jetzt. Ich war ganz weit auf jetzt. Wie ihn stehen lässt. Wir sind dann im Ball verteidigt. Das ist aber die Ordnung, die schon mal hinlegen. Ich sollte mich, wenn ich so Zweitspieler echt mal aufhören, noch einen zweiten Mann. Nein, warum? Noch einen zweiten Mann ranzuholen. Kann man auch ein bisschen zu steil, ne? Ja, der war nicht wirklich für mich gemacht.
Diego Forlán. Bin ich der Meinung, dass das ist natürlich ein Problem. Wenn der Ball nicht perfekt kommt. Das ist richtig, kann euch ja nicht passieren mit so einer Nationalmannschaft. Wie Uruguay. Genau. Ihr beißt euch ohne den Ball. Genau. Haben wir ja nicht. Ihr habt eigentlich den tierischen Nachteil. Diese Spielerwechseln geht mir jetzt schon. Das ist ein ganz tolles Feature. Na, vor allem, ich drücke immer auf Spielerwechseln und dann ist da aber der Spieler schon angewählt und dann bist du auf immer dran und dann läuft die Tür überhaupt nicht so. Schwalbe! Was gibt denn der da Vorteil? Das, das war Schwalbe. Ach, taktisches Foul, eine gelbe. Das war zack, nix. In dein Gesicht. Ach, no, ist der Gott. Gott. Oh, da hätten sie die Emotionen mal weglassen können, Alter. Das sieht immer so aus. Der sieht immer so aus. Ja, der hat gerade einen Döner in vollgepullerten in Berlin irgendwo hingeschmissen. Haben wir überhaupt die Zeit genommen? Nee, hat keiner die Zeit genommen. Gina Lisa eigentlich im Fanblock? Diese? Achso, die kommen die schon. Ach stimmt, weil der andere. Oh, was ist denn? Der andere Schwarze, ne? Oh nein! Oh, das ist der Ausgleich! Spiel, prima Spiel! Können wir nicht mal endlich mal diese automatischen Spielerwechseln ausmachen? Ich bin der Meinung, ich hab die da hinten auf der Tribüne gesehen, deswegen. Du warst leicht irritiert, ne? Oben ohne. Zeig sie nochmal, zeig sie nochmal! Guck mal, wie schön die sich jetzt freuen. Guck mal, die Emotionen richtig. Das war vorher nicht. Das war die. Nee, die waren traurig immer, wenn sie traurig geschossen haben. Ja, das ist meistens. Das war letztes. Meistens waren letztes die auch traurig. Hier gewonnen. Mr. X. Mr. X. Immobile. Der verkauft bestimmt Immobilien. Auf. Achso, ja, Entschuldigung. Geht los übrigens. Oh. Oh, Chiro, komm schon. Kreis. So ein fairer Sportsmann hat den Anfang verpasst, da muss man zurückgehen. Ne? Ja. Wenn der faire Sportsmann geträumt hat, dann muss er den Ball abgeben. Das ist fair. Richtig. Finde ich schon. Ist der Schlauch aus Silikon? Ne, der ist aus Metall. Das ist ein Metallschlauch. Wie er auch im OP-Saal genutzt wird. Oh, ist ja. Oh, guck mal, wie er reingeht. Hast du gesehen? Ich bin's gar nicht. Und da kommt er. Reiß. Oh, jetzt aber. Nein, das ist kein Elfer. Ich bin gefallen. Ach, was? Ja, wenn du nicht laufen kannst, das ist kein Elfer. Jetzt aber. Aber ein Panda. Oh, er haut der jetzt. Ich denke mal, ich bin blau. Also jetzt von der Farbe. Ja, ja. Ja, jetzt, oh, komm. Nix da, nix. Doch, da, pass auf. Oh, immer dieses Ab hier. Guck dir das an, wie der Vorlieb. Ich hol raus. Nein, oh. Was war das für ein Rückpass? Ach, ruhiger Spielaufbau. Oh, nee. Guck dir das an. Wie steht denn die Abwehr da? Das kann doch nicht wahr sein. Und Schuss, jawohl. Oh, das ist das unfassbar. Läuft. Hast du diesen Pass gesehen? Das ist übrigens auch typisch FIFA. In der 45. Minute gehen die Dinger immer rein. Immer, natürlich. So, damit ist die Folge beendet. Es war schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wieso ist die Viertelstunde schon wieder vorbei? Wir sehen uns dann bei FIFA 16.